Vielen, vielen Dank, Ladybug, dass du mir geholfen hast. Gar kein Problem, Dandy. Ich helfe dir immer wieder gerne. Du musst mich nur anrufen. Also, ich kann dich jederzeit mit meinem Handy anrufen und du kommst mir dann, mir helfen? Oder wie verstehe ich das? Genau. Außer nachts. Wenn du mich nachts anrufst, dann, ich sag mal so, ruf mich einfach nicht nachts an, okay? Hä, wieso soll ich dich denn nicht nachts anrufen? Bist du da nicht wach? Bist du da schlafen oder wie? Nein, ich bin da schon wach, aber es ist einfach nicht gut. Tu es nicht, da kann echt was Schlimmes passieren. So, ich muss jetzt auch los. Versprich mir es. Tschüss. Okay, Freunde. Ich verspreche es dir nicht. Freunde. Also, Ladybug hat gesagt, ich soll sie nicht um 3 Uhr nachts anrufen. Aha, das werden wir aber tun, Freunde. Wir werden heute Ladybug um 3 Uhr nachts anrufen. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir es tun sollen oder nicht. Dann werde ich das tun. Ich gehe schon mal zu Buffalo und erzähle ihm. Und dann wird das heute richtig lustig. Und hallihallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Dandy. Vergesst jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Lass jetzt ein Like da, also einen Daumen nach oben und schreib einen süßen Kommentar, dann blende ich dich im Video ein. Hallo, ich bin Evil Cat. Und ich habe die beiden gerade beobachtet. Dandy will also meine Ladybug mir wegschnappen und er will sie heute anscheinend um 3 Uhr nachts anrufen. Ich werde mit meiner super Fernbedienung heute Ladybug böse machen um 3 Uhr nachts. Wenn Dandy sie anruft, wird er sein blaues Wunder erleben und Angst bekommen. So, wir gehen jetzt zu Buffalo und hoffentlich, natürlich ist er immer zu Hause. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie erlebt, wo er nicht zu Hause war. Ding dong, ding dong. Hä? Wer kann das denn sein? Oh, oh, du hast mich schon gesehen. Hallo, Buffalo, was geht? Was geht denn? Ja, nicht viel, ich habe hier ein bisschen gegessen, hier die Cornflakes. Und zwar meine Frage ist... Okay, ich habe eigentlich gar keine Frage. Und zwar, rate mal, mit wem ich gerade in der Stadt war. Du warst mit... Futups in der Stadt? Ah ja, mit Essen war ich in der Stadt. Nein, Ladybug, die hat mir geholfen. Ich habe sie angerufen, weil ich Hilfe gebraucht habe. Und da hat die mir halt geholfen. Wie, du brauchst Hilfe? Um deine Schuhe zu binden oder nein, wobei? Ich brauchte wirklich Hilfe. Ich wurde fast ausgeraubt. Und die meinte, ich kann sie jederzeit anrufen, Buffalo. Jederzeit? Und wann willst du sie anrufen? Außer, sie meinte, ich soll sie nicht nachts anrufen. Dann rufen wir sie auch nicht nachts an. Genau, wir rufen sie heute nämlich um 3 Uhr nachts an und schauen, was passiert. Dandy, schon wieder um 3 Uhr nachts? Genau, schon wieder, weil wir das alle sehen wollen, weil es das Coolste ist, was man jemals machen kann. Und vor allem bei Ladybug, die kennt doch jeder, wenn wir da anrufen, das ist, wird richtig krass. Aber Dandy, sie hat doch gesagt, wir sollen sie nicht nachts anrufen. Ja, ich habe es ihr auch versprochen, dass ich sie nicht anrufen, aber ich kann mich nicht zusammenreißen. Ich will unbedingt wissen, was passiert, wenn man Ladybug um 3 Uhr nachts anruft. Und ihr wollt es bestimmt auch wissen, Freunde. Also lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Okay. Ja, Dandy... Dann, weiß nicht, wollen wir ein bisschen Switch spielen oder hier? Als ob? Du bist dabei? Nee. Ja, okay, ich bin dabei. Ich lasse dich nicht alleine, Dandy. Aber... Sehr ehrenhaft von dir. Ja, wir können mal spielen, bis es nachts wird. Nee, nee. Du wirst jetzt heute ein Buch lesen. Ein Buch? Ich werde Switch spielen. Ich will Switch spielen. Ein Buch? Oh, nein, ich will kein Buch lesen. Ich will Switch spielen. Nö, ich habe nur einen Controller. Ich habe nur einen Controller. Ich bin Buffalo. Du hast 5 Controller. Ich weiß das doch. Jetzt gib mir einen. Lass uns doch zusammen spielen. Ach, na gut, Dandy. Je, es ist ja richtig spät schon geworden. Wie viele Runden haben wir gerade gezockt? Weiß nicht. 10 Runden Smash? Minimum. Vielleicht sogar viel, viel mehr. Oh Gott. Wollen wir jetzt anrufen? Bist du dir sicher, Dandy? Wollen wir nicht irgendwie schlafen gehen und morgen erst anrufen? Nein, 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 Buffalo. Wir haben jetzt hier richtig lange durchgemacht. Wir müssen das jetzt durchziehen. Sonst hat sich das gar nicht gelohnt, so lange durchzumachen. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, dann würde ich sagen, wählen wir die Nummer von Ladybug. Lasst jetzt alle ein Like da. Okay, zack, 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 zack. Und die letzte Nummer.
Zack. Ich bin Evil Cat und es ist 3 Uhr nachts und gleich wird denn die Ladybug anrufen. Aber bevor was passiert, werde ich die böse Fernbedienung benutzen. Und wenn ich auf den roten Knopf drücke, wird unsere liebe Ladybug für 2 Stunden böse werden. Und dann wird denn die Angst von ihr haben und sich nie mehr wieder mit ihr treffen. So, ich drücke jetzt den Knopf und zack. Oh, die Nacht ist so schön. Oh, mein Kopf tut irgendwie weh. Oh, irgendwas passiert mit mir. Oh, was ist los? Ich bin böse auf jeden. Ich bin Evil Ladybug. Und wer ruft mich jetzt gerade an? Was? Wer ruft mich jetzt an? Der mich jetzt anruft, wird büßen! Gott, Freunde, es klingelt! Wollen wir mit FaceTime oder FaceTime aktivieren? Ja, aktivier mal FaceTime! Oh Gott, okay, ich aktiviere FaceTime. Oh, guck mal, da ist der Rücken von Ladybug, die ist zum... Warum hat die den Rücken zu uns gekehrt? Ey, Ladybug, dreh dich mal um! Hallo, Dandy! Warum rufst du mich an? Du hast mir gesagt, ich kann dich anrufen. Aber doch nicht um 3 Uhr nachts. Alter, wie sieht die denn aus? Buffy, die sieht ja voll anders aus als sonst. Stimmt, sie sieht echt anders aus. Sie hat rote Augen und so. Und was wird jetzt passieren? Dandy, das war ein großer Fehler, dass du mich um 3 Uhr nachts angerufen hast. Ich werde euch beide bestrafen müssen. Was? Ich hab doch nichts getan. Doch, Buffle, du bist auch mit dabei. Tut mir leid. Oh ja, Freunde. Wir sind, glaube ich, geliefert. Aber du weißt doch gar nicht, wo wir sind, böse Ladybug. Doch, ich weiß, wo ihr seid. Ich sehe doch Buffle, den Blauen. Ich weiß, wo sein Haus ist. Das große blaue Haus in der Stadt. Ach nein, Dandy. Nein, wir sind nicht bei... wir sind nicht bei Buffle. Wir sind bei jemand anderem zu Besuch. Zwinker. Oh, Leute, wir sind geliefert, glaube ich. Ah, ich leg jetzt auf. Bis später. Dandy? Es tut mir leid, Buffle. Es tut mir leid. Was machen wir jetzt? Ja, wir sind geliefert. Ich kann schon mal meinen Sarg nehmen, den kannst du hier platzieren. Ich lege mich da rein und stell mich tot. Ja, ich werde jetzt meinen Besen nehmen und wegfliegen. Das war nur ein Joke. Was sollen wir tun, Freunde? Wir sind geliefert. Wir müssen uns echt irgendwo verstecken oder so. Oh, Dandy und Buffle haben es gewagt, mich anzurufen. Ich weiß ja, wo die wohnen. Und ich werde die bestrafen. Da ist das blaue Haus. Wir gehen jetzt dahin. Und werden die bestrafen. So, sind die hier? Nein, vielleicht hier oben am Schlafen? Auch nicht. Wo könnten... Ah, da sind die. Dandy, mein Kleiner, und Buffle. Dandy, wir müssen jetzt ganz schnell weg hier. Ja, aber wohin? Wenn wir rausgehen, die kann ja fliegen und so. Da kann die uns bestimmt irgendwie von oben sehen. Es ist vielleicht viel schlauer, wenn wir hier drin bleiben. Da hast du recht, wir sind hier drin eigentlich sicher. Aber wo? Wollen wir in den Keller gehen? Oder? Ich weiß nicht. Keller? Da wurden wir bis jetzt immer schon erwischt, irgendwie. Stimmt. Hast du nicht ein anderes versteckt? Im Dachboden oder so, wo wir hingehen könnten? Müsste ich mal gucken. Ich hab einen Dachboden, ja, aber da ist nichts drinne. Ja, aber das ist doch perfekt. Wenn da was... Wobei... oh, schwierig. Ich weiß echt nicht. Ich würde mich an eurer Stelle beeilen, denn ich bin genau hinter euch. Dandy? Was ist, Buffle? Dandy? Was ist denn? Dreh dich bitte um, schnell! Warum? Was ist denn los? Hör auf mich zu... Ah! Böse Ladybug, Buffle! Wir müssen hier entkommen! Renn, Buffle, renn! Komm, ah! Schnell! Ich krieg euch! Hier lang. Oh, hier, ja genau, hier meinte ich doch. Hier rein. Oh Gott, Buffle, was ist hier drin? Nix? Okay, wir müssen uns hier verstecken, hoffentlich finden die uns nicht. Ah, die sind mir entkommen. Aber ich krieg euch, keine Sorge.
Wo seid ihr? Hier im Schrank? Hier in dem Raum? Oder hier vielleicht? Buffalo, wir dürfen nicht so laut sein. Sei leise, Dandy. Ich hab die, glaube ich, da drin gehört. Aber der Raum ist verschlossen. Mach sofort die Tür auf! Dandy? Oh nein, sie hat uns, glaube ich, gefunden. Buffalo, wir sind verloren. Ich krieg euch. Raus hier. Buffalo, wenn die uns findet, wir sind geliefert. Was? Okay. Echt, Dandy? Ja, wollen... Warte mal. Siehst du da jemanden am Fenster? Ja, guck doch hin. Was? Oh nein, da ist die böse Ladybug. Lass uns durch die Tür verschwinden. Und raus, renn, Buffalo. Komm mit, Dandy, los, schnell, schnell. Oh mein Gott, schnell durch den Hintergarten, da wird sie uns nicht erwarten. Komm, schnell, 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 komm mit. Wo seid ihr? Oh, renn, Buffalo, renn, 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 komm. Nimm die Beine in die Hand. Komm in den Wald, hier sind wir sicher. Hier sind wir bestimmt sicher, durch die Blätter sind wir getarnt. Freunde, ich glaube, wenn die Nacht um ist, dann wird Ladybug wieder nett werden. Das heißt, wir müssen irgendwie die Nacht hier noch ein bisschen überleben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst jetzt ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Schaut bei Buffalo vorbei, der macht richtig coole Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video morgen. Tschüss. Tschüss.